Komm! Molotow. Ich starre ja, Leute! Ihr müsst da weggehen! Herrgott! Balthasar Barreto, Almeida-Soldat, wurde auch endgültig eliminiert. Das ist wunderbar. Da haben wir jetzt bei den Almeida schon mal die ganzen Soldaten, ja, die sind weg. Die sind tot. Also kommen nicht mehr wieder. Das ist, wunderbar. Feuer! So. Und jetzt haben wir hier irgendwo noch so zwei andere. Soll ich den Laden hochjagen? Ja, Oma, wie das sind? Hä? Was zum Teufel? Ja. Okay, also muss ich da wahrscheinlich doch wieder hoch. Ist er noch offen? Es ist offen. Dankeschön. Very, very friendly from you. So. Hoffentlich hast du dich heute früh von deiner Familie verabschiedet. Gut, aber irgendwo ist ja noch einer. Nur wo? Wo hat sich der Pampe versteckt? Ist das nicht hier oben? Hä? Ist das normal? Ist das neu? Nee, das mit Pavol gewaschen. Was? Ja, wo ist dieser eine gedingste Soldat? Irgendwo wird hier geschossen, ich höre das. So, ach wunderbar, die Leute sind jetzt alle schon wieder tot. Wir werden angegriffen. Aber irgendwie habe ich gerade das Gefühl gehabt, dass da unten noch irgendwas in der Butze drin war. Also da müssen wir unten nochmal ganz kurz hin. Ich dachte eigentlich, hätte das Waffenabwehr. Wir sind auf ein verdammtes Wespennest gestoßen. Ich brauche einen guten Soldaten. Was Don Corleone wohl dazu sagen würde. Wie sieht's aus? Du willst mich? Ich bin aber kein Schläger. Das liegt mir nicht. Ich wollte nur, dass du das weißt, okay? Mhm. Was für Voraussetzungen bringst du mit? Brauchst du jemanden, der sich mit Drähten und Elektrizität auskennt? Dann bin ich dein Mann. Mein Vater hat das in Chicago gemacht und mir viel beigebracht. Also, das ist ein Ingenieur und der hat die Waffenlizenz erweitert. Ja, pass auf. Wir mal. Nee. Nee. Tut mir leid. Vielleicht ein anderes Mal. Stopp. Stopp. Jetzt bin ich erstmal dran. Wenn du mich nochmal rebelst, bist du fällig. Moment, wir müssen jetzt nochmal ganz kurz hier hinten rein. Ist hier noch auf? Natürlich nicht. Holen wir Vincenzo. Los. Knack das Ding. Nee, Vincenzo holen wir noch nicht. Danke. Schon wieder das Waffen-Upgrade. Okay. Mann. Hat dich aber eingesammelt. Ich hab noch nie so viele Idioten ins Gras beißen sehen. Ja, Kumpel, ist schon längst fertig. Bewegung, hier drüben. Bin unterwegs. Gut, alles klar. So. Nee, ich habe nämlich eine viel bessere Idee, wen wir uns dann noch ins Team holen. Alle Mangano-Angreifer am folgenden Ort sind tot. Sehr schön. So, und jetzt fahren wir erstmal zu der, was? Zu dem Corman Autokino hin. Weil, steigst du bitte ein? Hallo! Bitte heute noch. Dankeschön. Mist! Sieh dir das Wrack an! Ja, immer stehen die Autos mir im Weg. Das ist unglaublich. Ja, was ich auch noch so ein bisschen komisch finde an dem Spiel, dass es manchmal ganz schön verbuggt ist. Aber sonst soweit, also wie gesagt, es läuft ja wirklich gut. Ich bin auch froh, dass es auch auf 30 Frames durchgängig läuft. Aber zwischendurch hat es immer mal so kleine Frame-Einbrüche, wo ich dann sagen muss, warum? Also ich habe eigentlich einen PC mit einer sehr guten Grafikkarte und der eigentlich so gut aufgebaut ist, dass ich sagen kann, hier Leute, ich habe einen guten PC und so weiter und so fort. Aber dass das dann so ist, das ist ein... ja. Oh Mann, er wird schießen! Hallo? Ist gesperrt? Ich nehme mal lieber die Magnum, das ist meine Lieblingswaffe. Hallo! Weg damit! Ja, sorry Leute, ihr habt keine Chance mehr gegen mich. So.
Na komm, zwei Typs, das sind hier aber noch. Was haben Sie hier denn noch? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Ich höre wohl schon Stimmen. Alter, die muss sterben, ey. Nein, bitte, nicht das! Mach ich irgendwas? Ich halte nur die Waffe an. Ich muss nur abdrücken. Hören Sie, Schätzchen. Ich will Ihnen nicht wehtun, wenn es nicht sein muss. Also machen wir es kurz, okay? Bezahlen Sie. Okay, ich gebe auf. Du kriegst das Geld. Das ist freundlich. Freundliche Mitarbeiter sind immer das Beste, was man kriegen kann, ne? So. Hier, machen wir da mal 10 Stück. Warum? Weil ich's will. So. Ja, zurück. So, das war jetzt die Butze. Wir haben jetzt hier drüben auch noch so ein paar vereinzelte. Obwohl, so viel ist das auch gar nicht mehr. Du hast einen Katzensprung. So, dann. Moment, was haben wir denn hier? Lassen Sie es wie einen Verkehrsunfall aussehen. Von dem Manganos. Das ist ein Soldat. Hm. Nee, komm, also das machen wir später. Als ich gesagt, da habe ich jetzt keine. Es war gut, den Laden zu übernehmen, Dom. Da winkt Kohle. Natürlich war das gut. Ich suche einen guten Mann. Jemanden, der sich ein paar Dollar verdienen möchte. Ich schätze, du hast noch nichts von mir gehört. Macht Sinn, ich kenne dich schließlich auch nicht. Aber das ist okay, ich habe einen guten Ruf. Was soll ich dir über mich erzählen? Ja, was kannst du? Was haben Sie anzubieten? Irgendwelche Stärken? Ich kenne mich mit Feuer aus. Die Cops nennen das Brandstiftung. Ich sag lieber kontrolliertes Großfeuer. Okay, Brandstifte erweitert. Du bist ja, gut, lassen, aber ich brauche etwas anderes. Weil, wie gesagt, ich bin ja auf der Suche nach so ein paar vereinzelten Leuten, die halt zwei Sachen als Soldaten schon drauf haben. Und, ja. Das fehlt hier leider noch so ein bisschen. Aber wie gesagt, am Flughafen in Kuba... Da müsste, glaube ich, so warum eine suche ich Person den stehen, aus? Die zwei Sachen auf einmal drauf hat. Und da werde ich dann versuchen, auch denjenigen als Capo Decina dann zu haben. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, ja, wie machst du das? Weil du hast doch jetzt schon einen Capo Decina und zwei Capos. Ja, ich muss dann leider in den sauren Apfel beißen und die Leute dann, ja, über den Jordan schießen, weil, der Soldat, der dann so gesagt zwei, ja, wie sagt man, zwei, ja, ich weiß jetzt gerade das Wort nicht, der zwei, pass auf, ich sage es einfach mal, der zwei Interessen hat, derjenige hat dann auch ein bisschen mehr Energie. Und das ist dann halt der Vorteil, weil dann hat er nämlich dann noch mehr zum, ja, zum Ausgeben, ne? So. Guten Tag, ich bin der Neue. Ich wollte mich immer vorstellen. Hallo. Was ist los hier? Wer da ist, kommen Sie raus. Ah, du Spacko. Wer los? Hallo? Wo kamen die beiden jetzt her? Die waren aber gerade nicht hier, oder? Das war gerade ein bisschen komisch. Das ist toll. Stand der gerade nicht noch hier vorne? Dominik, ja, sind gut. Wir fertig, bevor die Clubs schließen? Ich weiß nicht. Schießen. So. Ja, können wir mal das schneller hier kommen. Er will mich um nicht schießen, okay? Mhm. Ich bezahle. Hören Sie auf. Ja, das ist jetzt mein Revier. Und Sie behalten Ihr Geschäft nur, wenn Sie mit mir verhandeln. Ist das klar? Hey, ich hab's kapiert. Das Geschäft gehört Ihnen, okay? Wunderbar, ich bin sehr begeistert. So, einmal Wachen einteilen. Ja, komm, machen wir 12 Stück. So. Dann einmal zurück. Gut, dann haben wir da jetzt noch... Ach, das sind ja nur noch jeweils 4 Stück. Ach, wie knuffig.
So, du knackst mach nochmal. Willst du sehen, was hinter Tor Nummer 1 ist? Wenn du es drauf hast, kannst du da draußen sehr viel Geld machen. Ja, ich bin bereit für etwas Neues. Was musst du über mich wissen? Auf dem Kasten hat? Irgendwas kannst du sicher gut, oder? Ich knacke jedes Schloss. Groß, klein, egal. Ich krieg alles auf. Nee. Schade. Ich werde an dich denken, aber im Moment brauche ich was anderes. Ach, siehste, der ist auch schon geknackt. $2,500. Das Geschäft ist wichtig. Verlier es nicht wieder. So, alles klar. Also einmal zurück. Oh, hier liegt noch Geld. Wunderbar, ich bin geldgeil. Ich brauche Geld. Geld, 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 Geld. Regiert die Welt. Oh yeah, baby. So. Alles klar, dann fahren wir jetzt einmal hier drüben hin, holen da noch die 4 Soldaten weg. Das läuft richtig gut. Also, das wundert mich eigentlich sehr. Wir haben ein Problem. Gleich da drüben! Er hat eine Waffe! Ist da ein Bardo? Ihr seid erledigt! Ja, ihr seid erledigt. In Deckung! Er wird überhaupt nichts mitbekommen, Boss. So. Wer macht hier sauber, wenn sie tot sind? Alles klar, die sind auch weg. Wunderbar. Wenn das mal immer so gut laufen würde. Nicht telefonieren, Kumpel. Ich gebe dir 3 Sekunden, Arschloch. Okay, ich gebe Ihnen das Geld. Denken Sie, Sie brauchen keinen Schutz? Falsch gedacht. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Also gut, ich bezahle. Aber versprechen Sie mir, dass Sie mir nichts tun. Muss ich mir noch überlegen. Ich weiß es noch nicht, ne? So, einmal Wachen einteilen. Hier machen wir... Ja, 6 Stück reichen, glaube ich, erstmal. So, zum Geldwaschen passt das schon. So. Wir haben seit heute ein neues Geschäft. Das ist ja mehr schön. Geschäft ist gutes Geschäft, sage ich immer. Was haben wir hier? Nur Soldat. Ein Sanitäter. Ein Sanitäter vor zu winnen. So, meine Damen und Herren. Jetzt wollen wir gleich mal zur nächsten Butze fahren. Warum? Weil der Kegel das so sagt. Weil ich das so entschieden habe. Und wenn ich das entschieden habe, dann ist das, ne? Dann aber 100. Hoho, dann aber 100%ig, ne? Ja. Hallo! Na? Ich wollte mich immer vorstellen. Weg hier! Der Kerl ist ein Killer! Ich bin kein Killer. Ich knall so gerne die Leute ab, weißt du? Er ist bewaffnet! Oh, hier, nee, Freund. Ich frag nicht gern zweimal, also hören Sie mir zu. Das ist mein Revier. Ihr Schutzgeld gehört mir. Habe ich mich klar ausgedrückt? Basta, ich gebe auf. Du bekommst dein Dinero, okay? Wunderbar, das ging aber gerade noch so gut, weil ich noch ein bisschen auf den Penner eingeschlagen habe. Haben wir ein bisschen Glück gehabt, aber naja, gut. So, dann machen wir 9 Wachen. Gut, einmal zurück. So, jetzt haben wir hier vorne noch 2 und dann da vorne noch 1. Ja. Hier würde ich sagen, machen wir da hier die große Butze. Mit 16, damit ich endlich mal wieder was zu tun habe. Sag mal, ist hier vorne nicht noch ein Safe? War hier nicht ein Safe? Hier war kein Safe, natürlich nicht. Wie komme ich denn da drauf? Woher nehme ich bloß so viele Leichen, Chief? Das ist einfach nicht in Ordnung. Ich weiß es selber nicht. So. Und dann wollen wir jetzt mal gucken. Ja. Dankeschön fürs Anfahren. Es gibt sofort. Es gibt ein Wurstbrot und dafür darfst du mir dann auch. Heilige Scheiße! So. Ja, man sollte mehr Platz machen, wenn ich Auto fahre. Ja! Mhm. Ich sehe keine Aber Kopf natürlich! Mehr. Verdammt! Und ich bin das Wurstbrot. Hier kommt immer das Taxi. Ich hab ihn gesehen. Ruf die Polizei! Hier wird nichts gerufen. Ich hab zu tun.
Ich muss ja irgendwie weiterkommen, ne? Und wenn ich mich jetzt noch mit dem Bullen anlegen müsste, also das, ja. Das ist kein Roller Derby, Mann! Das wäre dann, glaube ich, ein bisschen problematisch. So. Ja, ich weiß, ich bin unprofessionell, dass ich meinen Husten jetzt immer in der Aufnahme drin lasse. Ich war mal tief. Aber ehrlich gesagt, wenn ich immer so kleine Huster habe, ich habe keine Lust, das dann die ganze Zeit rauszuschneiden oder raus. Los! Tu es! Muten oder sonst irgendwas zu machen. Warum schwingst du denn hinter nicht hier? Also, wem es nicht gefällt, die nächsten Parts dürft ihr dann halt nicht gucken. Lass mich rein, du Penner. Los! Einmal knack das knacken. Ding! Noch einmal drehen und... Oh, mir juckt die Nase. Aha. Oh, ich glaube, ich krieg nur einen drauf. Ein Kinderspiel, Scheiße, Dominik. Wie hieß sie noch gleich? Ich mach den Safe für dich auf. Na, danke schön. Das ist aber sehr freundlich. Und die Almedas attackieren mich auch schon wieder. Okay, die Almedas haben jetzt aber einen Carport, glaube ich, geschickt, oder? Mal ganz kurz gucken. Interessiert mich jetzt einfach mal. Exekutieren Sie mit einem Gewehr im Nahkampf. Mit einem Gewehr im Nahkampf. Ach, obwohl da jetzt noch hinzufahren. Nee, halt, stopp. Nee. Wir müssen ja hier wenigstens. Wen schicken wir denn hin? Ja, aber den Schläger. Etwas Glück könnte dieser Schritt erfolgreich sein. Okay, ich schicke jetzt erstmal die drei Soldaten hin. Wenn das nicht klappen sollte, werde ich das Geschäft sofort wieder zurückholen. Sie gehen auf unsere Geschäfte los, Dominik. Ja, los, hoch da. Ich finde den Penner, der mir gestern mitgekommen ist. So. Alles klar, die beiden hätten wir schon mal. Ich hätte, glaube ich, auch einen anderen Weg nehmen können, aber ich wollte jetzt... Halt. Ich kann ihn erledigen. Die nächste geht zwischen die Augen. So, alles klar. Haben wir die beiden auch? Stehen bleiben, Puta. Was? Die Botschaft müsste ankommen. Halt. Schieß, Arschloch. So. Ich hätte gerne mal gewusst, wie viele Leute es hier noch gibt. Danke. 9 Stück. Steck sie weg. 8 Stück. Das ist unglaublich. Also wir kommen richtig gut voran. So, jetzt kommen die Ladung auch noch.